die neue Waffe freigeschaltet. Die EM2. Und natürlich bin ich nicht allein, sondern mit Martin. Ich danke sehr, sehr für Ihre Antwort. Und ja, die hat also 20 Schuss. Ja, da kann noch mehr kommen, so finde ich. Und die hat wirklich null Rückstoß. Null. Ich will da gar nicht ein nützliches Griff drauf sehen. Einfach grau in 2019. So. Das Visier geht klar. Könnte besser sein, aber geht klar. Man sieht da gefühlt nichts. Ja. Sogar French. Ja, ja, sogar French ist ja auch gut. Kann schon den Nerf sein. Neue MP interessiert mich. Ah ja, die neue MP ist so. Hier gibt es auch die OTS-9. Mhm. Gefühlt nur der Lauf sieht anders aus. Naja, aber du musst halt alles treffen. Zwei Gegner im Vorfeld, rechts ein Gegner. Ja, genau. Und fürs Finishen, wenn man alles vordrückt, alles auf Kopf. Dann. Vor allem die schießt so wie die Sledger von Rainbow, so, ne? Die schießt genauso. Guck mal, ich tue nicht kontrollieren. Ich glaube, wir müssen die Waffe auf Gold machen, bevor das gepatcht wird. Hier ist die Waffe und ich tue jetzt nur Rückschlusstest, ja? Ohne kontrollieren. Ja, die ist also so wenig hat sie. Und jetzt mit kontrollieren. Ja, also mein Aim ist sehr krass. Also, die Waffe hat. Alles klar. Also die Waffe hat gar keinen Rückstoß, wirklich 0,00. Darauf auf Felderenden. Und auf Reichweite, komm. Ja. Auf Reichweite ist ja auch gut. Sheesh. Die ist krank. Mhm. Das haben wir verkackt. Wir müssen hier weg. Und ja, ich finde die Season ist eigentlich auch gut. Weil, boah, also die. Der ganze Battle Pass besteht nur aus Militärskins. Und das mache ich halt auch so gut. Also ich habe den Blödsinn noch nicht gekauft, aber ja. Also will ich fast alles aus Militär hier, Visionär. Hier und ich finde, das ist der geilste Skin. Der hier. Und der hier. Das ist auch ein Schwimmtaucher. Und das ist einfach Jäger, aber als ja dunkelhäutige Version so. Und hier ist der ja einfach ein Samurai. Im ersten Gold. Den zweiten geholt. Feinde haben die Stellung erobert. Die ist bei Nahkampf eigentlich auch so gut, ne? Ja, Mikroflex LED draufpacken, das regelt alles. Ja. Hier spielt die QBZ sogar. Die denken auch, das ist die gleiche Waffe. Nur bei der Ähnlichkeit. Ein Zoom ist an sich ganz gut. Ja, also. Aber Warzone, da war die schon langsam so. Bei Warzone, da war die schon langsam. LMG hat schneller reingeschossen. Ja. Sogar LMG zielt viel schneller rein. Martin! Ja? Okay, da bin ich jetzt enttäuscht. Wo? Oh. Die Tech 9 kann nur Salve schießen. Markiere Zielposition. Ah. Let's go, ich brauch den OTS.
Aber woher kommt das? Wieso kann die. Ja, oder? Schießt jeder zweite Gegner jetzt Salve oder wie? I don't know, ich weiß es nicht. Warum ist die Tech 9 jetzt Salve? So, also bei Warzone Rebirth, da war sie. Ja, sagen die OTS ist dann die normale Variante. Ja, nicht auch mal so. Der ist erledigt. Oh! Stellung identifiziert. Stellung wurde gesichert. Habe Todbringer. Stellung umkämpft. Stellung verloren. Flammenwerfer? Hatte der Flammenwerfer? Sah so aus. Ja, die Season ist eigentlich ganz interessant. Naja, also. Bell passt ist halt auch gut so. Die Waffe gefällt mir. Ja, bisschen verwirrt, weil ist die Tech Salve, weil bei Rebirth die war voll automatisch. Ja, die Salve, Tech und Salve. Hä, aber die war automatisch so und auch im Trailer so, ich meine ja. Test. Recall Test mit Griff, ohne kontrollieren. What the? Was zum? Jo. Okay, Fernkampf. Okay. Ohne kontrollieren. So. Ich seh den noch. Diese Waffe ist ja OP. Man muss es nicht kontrollieren. Man muss es nicht mal kontrollieren. Bei mir war so, ohne Aufsätze. Aus Prinzip willst du es aber trotzdem kontrollieren. Aber weil ich es aus Prinzip kontrolliere, hat es mehr Rückstoß. Ist das normal? Boah, weiß nicht. Aber ey, Vision Tag, ja man, Vision Tag. Die Waffe hat Rückstoß, weil ich es kontrolliere. Yo! Wow! Schau! Schau links! Yo! Die ist okay, Ich sag so, es ist nicht gut, der Feldagenten wird drauf, das wird zu okay. Das wird zu gut. Diese Waffe wird so hart genervt, ich sehe schon. Die ist OP. Patch den. Verbangst den Warzone. Verbangst. Jederzeit der Boss hat, wird damit zocken. Ich sehe schon, ne, so. Salve, aber eine ganz schnelle Salve. So eine anders schnelle Salve. Schneller als Caspi? Ja. So eine schnelle Salve, dass du gar nicht sagen kannst, auf einmal so. Hier, Salve. Boah, sogar bei der Hüfte ist sie voll präzise. Ja, moin. Cam. Hm? Ein Fehler. Sonderkommando ist so, dass das macht mehr Rückstoß, aber mehr Reichweite. Ich meine ja, wenn dir jemand so ein Häkel schießt, du kannst ihn einfach ganz leicht lasern, so. Und ja, ich glaube, das war's auch schon für das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like da. Wir die von eine kostenlose Unterstützung von euch. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.